Okay, alles klar. Wir sind zurück im ekelhaften Krankenhaus. Und hier ist ein Malheur passiert. Es ist mir sehr peinlich. Ich habe übrigens gestern schwarzes Eis gegessen. Ist ja gut, lass mich doch meine Geschichte zu Ende erzählen. Und wie ich also dieses schwarze Vanilleeis gegessen habe, ja, was mit Sepia eingefärbt wurde, sahen alle so aus, die das in den Händen hatten. Wirklich. Komplett, als hättest du einen Motor gewechselt irgendwie. So komplett ölige, schwarze Hände. Fürchterlich. Wir sind im Krankenhaus mal wieder. Da. Oh. Was ist das? Wo ist das? Benny? Keine Ahnung. Also, er sieht aus, als ob er eine Ballettpose macht. Ey, soll ich da jetzt hin? Ich kann doch da jetzt hier hinlaufen, oder? Nein, das ist natürlich Alter. zu. Ach du Okay. Scheiße. Er ist weitergegangen. Guck mal, es ist so okay. Oh nee. Oh, Benny, echt jetzt? Das hört mich schon wieder ab. Das hört mich schon wieder ab. Sind die Türen noch von uns offen? Ja, ne? Die hast du aufgemacht, oder? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wir haben auch nichts, Alter. Wir haben auch einfach gar nichts. Oh, hörst du das? Ja. Exit. Oh, guck mal. Müssen wir da durch? Ich denke mal, ja. Nein, echt jetzt? Oh, das ist doch kein Mindestabstand, der da gehalten wird. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Masken aufhaben oder so. Nee, jetzt. Scheiße. Ey, die kriegen. Die rasten aus. Oh, Weiß ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, guck mal, der will Händchen halten. Oh, guck mal. Nein! Beruhigt euch! Beruhigt euch alle! Ist da was? Ja, eine Dose, oder? Oder warte, warte, neben der Dose liegt noch was. Oh Gott! Oh Gott! Eieiei. Oh Gott! Er hat Arschwasser gehabt, guck mal. Oh nein. Da ist ein Schlüssel. Okay. Ah, Treppenhaus. Und was ist das andere? Das ist, sieht aus wie eine Dose. Bier? Oh nein. Gehen wir doch. Bier. Oh, Bier ist gut. Okay. Nein, tut mir nichts, bitte, bitte, lasst mich in Ruhe. Oh Gott, also das ist ja wirklich abartig. Oh, aber dieses Geflüster. Oh nee. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh. Nein, 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 lasst mich in Ruhe. Oh, guck mal. Was soll das? Oh! Respekt. Alter! Alter! Also mit dem Kopf ist er noch drinne. So, ja. Das war's für heute. Ich muss Schlüpfer wechseln. Oh nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Was? Wie bitte? Da ist ein Stöckchen hier fallen. Mann, wer lässt denn hier da unten irgendwas fallen? Ob ich da dagegen, Alter? Bin ich da sowas von dagegen hier, ey? Was ist denn das alte für eine Rotze? Das ist zu. Oh. Das klemmt. Das geht nie auf. Jetzt ist er nochmal nicht hier, oh Gott. Nee. Ah, Benni, was. Bitte? Ja. Was tust du mir hier an? Es ist doch ein schönes Game. Ja, es ist halt einfach so ein Feel-Good-Game irgendwie. Das ist ein Pendant zum Sonntagnachmittag-Film. Weißt du? Ja. Siehst du, da hast du Spaß bei. Was ist denn das hier nur? Oh Gott. Hallo? Ist hier die Urologie? Ich hab mich aus Versehen auf einer 1,5-mal Wasserflasche gesetzt. Können wir da was machen? Oh. Mhm. Der Wiegesensor scheint nicht richtig zu funktionieren. Wir werden das Problem so schnell wie möglich untersuchen. Bis dahin müssen die Mitarbeiter die Kellertreppe benutzen, um in den Keller zu gelangen. An der Rezeption gibt es einen Ersatzschlüssel. Das ist ja total schau. Mhm. Heißt es jetzt, wir müssen in den Keller? Wait, na, sind wir denn nicht im Keller? Was? Nee, ich glaube, wir sind im... Sind wir jetzt im Keller? Sind wir nicht im Erdgeschoss jetzt irgendwie? Na, wir sind doch ganz nach unten gelaufen, oder? Also, ich weiß nicht, kann nur das Erdgeschoss sein, aber... Ja, es gibt super viele Räume wieder, aber du kommst ja, na, überall rein. Ich bin auch wirklich dankbar, dass ich nicht... Ja? Dass ich nicht irgendwo rinkomme. Tatsächlich. Hm. Das claimed. Noch nicht. Mal gucken, was noch kommt. Ach, echt, Benni? Keine Ahnung. Du wirkst schon wieder so, als wenn du mehr weißt als nee, ich. Nee. Also, wirklich. Ich. Was? Ich habe nur die Bedenken, dass so viele Räume bleiben nicht ewig verschlossen, wahrscheinlich. Meinst du? Oh, Scheiße. Leider ja. Ja, hier ist dunkel wie Mülleimer. Ich sehe nicht. Geh schnell weiter. Hier ist es. Die Geräusche. Warum ist denn da. Was, sind wir von da gekommen? Nee, oder? Nee, glaube ich. Nee, von da sind wir nicht gekommen. Oh nein. Sollte mich nicht erstmal noch irgendwie anders umsehen? Oh, kann schon wieder nicht mehr rennen, Alter. Was ist denn das? Doch, jetzt kann ich wieder rennen. Kann wieder rennen. Also, wir gucken uns gleich die verschnodderte Tür an. Ich wollte bloß erstmal kurz... Ach du Scheiße. Ach du Schischkebab, Alter, was ist nicht? Okay, kann ich da nicht interagieren? Oh Gott, oh ja. Gott. Schnoddertür oder Gruselscheiß? Was sagst du denn? Das ist Kopf wie gesprungen, würde ich sagen. Das ist irgendwie beides Kacke. Beides sieht nicht sehr einladend aus. Dann nehmen wir mal die Schnoddertür. Ich Schnoddertür, okay. Schnoddertür. Okay. Mit den Fußabdrücken, die in den einen Raum zeigen. Geil, genau mit dem, wo du mit dem Rücken zustehst. Okay, Schnoddertür geht nicht auf. Oh, Alter. Hallo? Was ist denn der Herr Alter, was ist denn das hier? Fußgröße, Schuhgröße 55 bestimmt. What is this? Follow-up of patient number 9 on request from Smith Walter. Patient name, Raken Almutala. Gender, male, age 28. After Raken's first evaluation, it is safe to say that he'll be staying here for a while. I was able to get him to talk about his paranoia. The patient believes that the whole scenario has been organized by some evil corporation in order to brainwash him into subjugation. He believes his mental capacity and awareness prevented them from getting to him. Adding to the severity of his case, he is sometimes afflicted with hallucinations. He has described these hallucinations to me as an eyeless humanoid that keeps on watching him wherever he is. Due to his psychotic behavior and his difficulty differentiating reality from paranoiac fabrication, he has been transferred to the psychiatric wing.
He also displays violent behavior towards the staff, is considered to be dangerous, should be sedated and under constant surveillance in the psychiatric ward. Ja, das ist ja schau. Gab es die geschlossene Anstalt nicht oben bei uns auf der Etage? Ja. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Hier ist einfach alles nur gruselige Scheiße, Benny. Wirklich. Komplett. Oh Mann. Ah, hier drüben sind wir einfach rausgekommen. Ja. Seite. Na, dann gehen wir jetzt mal da vorne in die olle. Use Scheiße. Okay. Okay, also ist es halt. Ist es tatsächlich Rakan, der uns jetzt hier verfolgt, ja? Oh Scheiße. Das ist schon geil. Das ist schon geil gemacht. Ist schon wirklich geil gemacht. Da haben die Jungs und Mädels sich wirklich mal einkommen lassen hier. Hallo? Hallo? Kann ich irgendwas finden? Ein Schlüssel. Basement. Kellertreppe. Kellertreppe nicht. Also sind wir jetzt hier in der Rezeption, aber das ist doch gar keine Rezeption. Das ist ja nicht der Infoschild oder so. Hey? Okay. Was ist denn das? Im Untergang geweiht. Ja. Was hätten wir jetzt anders machen können? Wir hätten gleich wegrennen müssen, glaube ich, irgendwie. Ja, aber wohin? Also in die Richtung, die wir noch gar nicht kennen? Ja, wahrscheinlich. So, und ich habe schon den Schlüssel. Also, das heißt, es geht sofort los. Okay. And I don't know where I can go. I don't know where I can go. Kann ich hier raus? Ja, das war doch gar nicht so. Kampfgeräusche. Kampfgeräusche? Ja, schön. Ach du Scheiße. Und nu? Wo soll ich jetzt hin? Wo ist er hin? Er ist zum Glück nicht hinter uns. Ihr seid. Aber wir kommen nicht mehr rein. Oh nein, wir kommen nicht mehr rein, Alter. Und ich wollte noch einen Cheeseburger. Scheiße. Oh Mann, ey. Nee. Ja, ich muss sagen, in Resident Evil 3 hatten sie einen schöneren Krankenhausinnenhof, finde ich. Der ist jetzt so ein bisschen. Das ist ein netter Steinpark. So ein Feng Shui-Steinpark. Toll. Ein Steinpark. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt. Also da vorne gehe ich mal von aus, kommen wir wieder rein. Also hoffe ich. Na, dann humpeln wir doch mal dahin. Ja, das hört sich so an, als wenn einer direkt hinter uns läuft. Das hört sich nicht an wie unsere Fußschritte. Und hier könnte man auch die Scheiben sauber machen. Muss ich mal an der Stelle sagen. Ach du Scheiße. Mann, das. Was? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ist wahrscheinlich er? Da ist er. Ich kann ihn retten. Benny! Benny! Er ist ja auf einer Krücke. Der hat ja. Der ist ja langsam. Ich. Er rennt nicht! Wissen wir denn, wo das Basement Alter, ist? Alter, der schleicht hier mal zusammen, der Pinsel, ey. Nee, ich kann hier rennen. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin, Mann? Hier soll ich hin. Hier? Ja, hier, pass auf! Sehr gut! Oh! Mach die Tür zu! Mach das Brett zu! Oh Gott! Oh Gott! Ja, geil! Komplett dunkel oder was? Und das, warum sieht nicht? Oh Mann, Alter, mach dann diesen. Nein. Da ist eine Taschenlampe! Da ist eine Taschenlampe! Ich muss erstmal kurz ganz zittrig hier mal einen Schluck Tee nehmen. An dieser Stelle möchte ich einfach sagen, irgendwie, dass Benny mich hier durch völlig menschenunwürdige Spiele scheucht. Ja. Was? Ich schon komplett graumeliert bin. Mit 26. Und jetzt ist alles Bennys Schuld. Ja. Ich sag immer, lass uns Gianna Sisters, lass uns Mario Kart spielen. Nein! Müssen immer so eine Hardcore-Dinger sein. Ja.